Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Show Battlefield Play for Free Part 17. Ich spiele heute mit der QJY88 auf Oman im Sturmangriff. Das ist wieder meine Medic-Waffe. Und zwar macht die auf eine lange Reichweite sehr großen Schaden, hat dafür aber eine sehr kleine Präzision. Da müsst ihr einfach schauen, wie ihr dann vielleicht damit umgehen könnt, falls euch die Waffe holt. Ich habe schon davor ein paar Runden gespielt und naja, ich bin nicht gerade so gut mit der Waffe. Ja, also wundert euch wirklich bitte nicht, wenn ich jetzt hier wirklich nur Punkte eben durch die Fahnen mache. Sondern, ja, wenn es halt vielleicht ein paar Zufallskills gibt, sage ich mal, mit der QJY, dann wäre es natürlich richtig geil. Aber, ja, ich kann euch natürlich nichts garantieren. Ist natürlich ein Live-Commentary. Und, naja, da weißt du ja eigentlich nie, was so passiert. Okay, dann renne ich mal schnell zu A rüber. Und lass mich abschießen, ne? Ach. Na ja, gut. Okay. Ah, wir sind wieder bei C rausgekommen. Ganz toll. Oh, der Heli ist kaputt. Oh, oh, was schießt auf uns? Wir sind da falsch gelaufen. Okay. Also, noch. Oh, D, okay. Dann renne ich schnell zu D rüber. Wenn ich nicht auf dem Weg zum Zaun sterbe. Oh, oh, sieht schlecht aus. Ah. Was schießt er da die ganze Zeit? Was auch immer das ist, es ist... Boah, keine Ahnung. Ja, also natürlich auch super toll, wie ich hier auch so gar nicht am Campen bin oder so, ne? Okay. Der knallt also einfach mal schnell rein, ne? Ist klar. Gut. Jetzt weiß ich aber ungefähr, wo der ist. Hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Wenn er mich nicht zuerst holt. Hahaha. Ui. Ui, ui, ganz knapp mit zwei. Oh, Gegner. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ja, okay. Gut, aber ich habe euch ja schon gewarnt, dass die KD nicht besonders wird. Also ich denke, es wird vielleicht durch Zufall irgendwann mal vielleicht so ein super tolles Video geben, wo ich wirklich wie mit der M27 eine 20 zu 2 KD erreicht. Die 20 zu 0 wäre auch schön gewesen, aber ich glaube, sowas wird nie wieder vorkommen. Ich hoffe es zwar schon, aber ja, die M27 ist natürlich wirklich die geilste Waffe in dem ganzen Spiel. Ah, scheiße. Ihr
So, da hinten in einem Eisenbahnanhänger habe ich einen gesehen. Oh Scheiße. Er ist uns knapp. Nein! Oh. Ah, Mist, ich habe einfach zu viel riskiert. Oh, 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 oh. Oh, komm, ey. Oh, wer so campt, ernsthaft. Wer meint, er muss wirklich sowas machen? Hey, das ist doch abartig. Das ist doch nicht mehr normales Spielen. Ich steh schon ernsthaft kurz vorm Raster. Das gibt's doch nicht. Die Waffe ist wirklich so scheiße. Also wer damit umgehen kann oder sich die unbedingt holen will, gerne, aber ich würde es wirklich nicht empfehlen. Zumindest nicht ohne Aufsätze. Ich weiß ja nicht, wie die mit Aufsätzen ist, aber ich denke auch nicht gerade viel besser. Außer, dass man anstatt Kimme und Korn vielleicht ein Red Dot Zeit hat oder sowas. Toll, ne? Ach, sonst denke ich, hast du ja wirklich keine anderen Vorteile. So, den haben wir wieder. Was zur Hölle? Ach ja, ne? Von da hinten. Na, da hinten ist er. Genau da. Toll, natürlich, ne? Ich krieg den nicht, ne? Wie schnell lädt die Waffe eigentlich nach? Das erinnert mich irgendwie ans MG3. Also an die Grundwaffe. Doch, das ist, glaube ich, dieselbe Animation. Nur auf einer anderen Skin übertragen. Nein! Oh. Ernsthaft, du kannst dir keinen Schritt tun, ohne dass du gleich eine Kugel ins Arschloch kriegst, ey. Okay, das war eine scheiß Aktion von mir. Da hast du noch Leben, falls du welche brauchst. Scheiße, ey, wovon? Die schießen schon wieder von irgendwo her. Oder werfen Granaten von irgendwo her. Was hat der eigentlich für eine KD? Okay, eine 12 zu 0, Junge, was ist los mit dem? Mir ist eine hübsche 2 zu 10. Dann habe ich einen zweiten Kill gemacht, also an einen kann ich mich erinnern, ja, aber... Ganz ehrlich. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ich genau diese Folge mit der scheiß KD hochladen werde, einfach nur aus dem Grund. Die anderen Maps oder halt Spiele, die ich mal angezockt habe, sind noch schlechter von der KD her gewesen. Also bitte beschwert euch nicht drüber, wenn die jetzt wirklich, wenn das jetzt eine total schlechte Runde wird, das weiß ich, aber das ist bisher jetzt wirklich noch die beste Runde, die ich bisher hatte. So, also eine 3 zu 12 KD. Schön, ne? Boah, echt, ich könnte so ausrasten. Das ist so abartig, wie die Leute hier drauf spielen, aber... Oh, aber irgendwie sind in letzter Zeit wirklich nur so extreme Leute drauf, die zocken. Also wirklich, in allen Runden, die ich bisher gespielt hatte, waren nur solche Leute drauf. Okay, Jungs. Was ist schon los?
Ach nö. Ach so, war ein Gegner, okay. Ach, das war doch der eine. Mich immer getötet hat und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Eigentlich für den KD. Ja, 27 zu 2 KD. Aber sonst doch alles klar bei dem, oder? Also ich kann mich echt wirklich nur wiederholen. Die Waffe ist so... Oh, Glück gehabt. Ist so abartig scheiße und weg hier. Also ich würde die... Ich will die wirklich nie wieder spielen. Selbst wenn mich einer für keine Ahnung wie viel Geld dazu zwingen würde, ich würde es nicht tun. Vielleicht einfach nur aus dem Grund, weil die Waffe total unpräzise ist. Okay, klar, die macht zwar einen großen Schaden, aber... Mit der niedrigen Präzision, da kriegst du doch echt gar nichts. Das ist die kannst du auf, kann ich auf die Distanz hitten. Boah, nein, Alter, wie viele Level 30er sind da eigentlich drin mit der G53? Oh, bin ich gut, hab meinen 5. Kill gemacht. Alter. Na, also ich habe immer noch die beste KD vom Server hier. Wieso? Ey, ich hab... Oh, ich hab den doch wirklich ganz genau gehittet. Und trotzdem kriege ich da keine scheiß Schadenspunkte von dem dazu. Was ist das denn für ein Spiel, ey? Ernsthaft? Ich hab doch wirklich genau auf den geschossen. Und trotzdem passiert da gar nichts. Ja, ganz klasse, danke. Zum Glück ist die Runde jetzt dann gleich. Ja. Gut, die Runde ist vorbei. Ja, okay, das war echt scheiße. Also, ich sag's dann wirklich noch zum allerletzten Mal. Wundert euch nicht über die 6 zu 19 KD. Es ist meine beste KD bisher mit dieser Waffe. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Abonniert mich doch bitte trotzdem. Gebt mir einen Daumen nach oben auf das Video, weil es einfach so scheiße war. Weil die anderen Leute hier einfach so gut waren. Und ja, okay, die Map changed. Ich gehe jetzt sowieso aus dem Server raus. Ich habe die Schnauze voll für heute. Also, wir sehen uns dann.